Ich glaube, der Brokermarkt wird in nächster Zeit deutlich interessanter werden noch, weil Upvest, die bieten Trading per API an. Das heißt, man kann relativ einfach als Anbieter sozusagen einen eigenen Broker hinstellen. News to Trade Republic Vollbanklizenz. Ich bin gespannt. Also was das Thema Trade Republic Vollbanklizenz angeht, habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ist natürlich eine gute Sache, dass sie es machen. Dadurch haben sie mehr Möglichkeiten, mit richtigen Einlagen zu arbeiten und so weiter. Vorher durften sie zum Beispiel auch nicht das Tagesgeldkonto als solches bewerben, weil sie haben ja das Geld quasi nur weitergeleitet. Also sie haben das Geld nicht bei sich gehabt, sondern haben es quasi weitergeleitet. Und jetzt dürfen sie selbst aktiv für das Tagesgeldangebot werben. Es gibt ja dieses Beispiel von N26, die auch eine Banklizenz haben. Und die sind ja so ziemlich gleichzeitig, so maximal ein Jahr, anderthalb Jahre Abstand, mit Revolut an den Start gegangen. Und Revolut hat viel, viel länger gebraucht, beziehungsweise die haben sich die Vollbanklizenz viel, viel später geholt und haben weiterhin eher als Neobank statt als richtige Bank fungiert. Und sind in der Zeit auch deutlich stärker gewachsen als N26. Und N26, dadurch, dass die halt jetzt voll eine Bank sind, Banken reguliert und so weiter, hat die das ganz schön Wachstum gekostet und Geschwindigkeit gekostet. Von daher bin ich gespannt, was das regulatorisch und so weiter alles mit sich bringen wird für Trade Republic. Also es muss nicht zwangsläufig komplett alles positiv sein. Von daher gespannt, das zu sehen, gespannt, was sie machen wollen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht bringen sie irgendwann nochmal ein Konto an den Start. Und wäre auf jeden Fall spannend zu sehen. Ja, von daher müssen wir mal gucken, was Trade Republic noch alles machen will. N26 will ja jetzt selbst mithilfe von Upvest in den Brokermarkt gehen. Also ich glaube, der Brokermarkt wird in nächster Zeit deutlich interessanter werden noch, weil Upvest, das ist ein Startup hier aus Berlin, die bieten Trading per API an. Das heißt, man kann relativ einfach als Anbieter sozusagen einen eigenen Broker hinstellen. Und dann brauchst du eigentlich sozusagen nur eine App bauen und das ganze Frontend haben und nach hinten raus kannst du mit Upvest Brokerage betreiben. Also da wird nochmal gut Action in den Brokermarkt kommen. Klingt ja wie Trade Republic mit Lang und Schwarz. Das, was Upvest macht, ja stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Wobei, die machen auch noch ein bisschen mehr, also Custody und solche Sachen. Kannst du ein Video zur Trade Republic Banklizenz machen? Vorteile etc. Bin da tatsächlich jetzt noch nicht genug belesen. Hier haben wir einen Artikel von Kapital, wenn ihr wollt. Können wir uns den mal zusammen anschauen. Trade Republic erhält Vollbanklizenz. Was das für die Kunden bedeutet? Mit der Vollbanklizenz Berliner Fintech seine Spar- und Investmentprodukte erweitern. Ein Nachteil hat die Maßnahme allerdings. Ja, das wird sehr wahrscheinlich das Regulatorische sein. Bislang agierte die Bank als sogenannte Wertpapierhandelsbank. Das ist eine andere Lizenz, also die bisher hatten. Also da hatten sie jetzt noch nicht die Vollbanklizenz und jetzt Vollbanklizenz. Mit der Vollbanklizenz beginnt ein neues Kapitel für Trade Republic, lässt Christian Hecker, der CEO, also Gründer. Wahrscheinlich, dass bei Trade Republic künftig ein eigenes Konto mit Bezahlkarte anbietet. Ja, da gab es ja schon mal Spekulationen darüber. Also das ist ja das, was ich sagte, also dass Trade Republic bald einen eigenen Payment-Dienstleister anbietet. Die Wirtschaftswoche berichtete kürzlich, dass intern bereits entsprechende Videos kursieren würden. Bislang bietet der Neobroker Aktien, ETFs, Krypto und Anleihen. Zudem wollte man auf Verrechnungskonto derzeit 4% Zinsen. Ja, das waren ja die ersten, die relativ hohe Zinsen angeboten haben. Anfang des Jahres waren es 2%. Das war wirklich eines unserer Top-Videos im Jahr. Dann sind sie schnell auf 4% hoch und sind wirklich auch derzeit noch Top-Angebot. Das kann man sich bei uns im Tagesgeldvergleich relativ gut anschauen. Genau, Trade Republic hat derzeit noch die höchsten Zinsen mit 4%. Könnt ihr hier übrigens ein bisschen rechnen, wie viel ihr kriegt, wenn ihr zum Beispiel 20.000 Euro, da könnt ihr mit dem Schieberegler spielen. Wenn ihr über 12 Monate 20.000 Euro bei Trade Republic anlegt, wären das 814,83 €. Warum so ein krummer Betrag? Naja, weil ihr kriegt ja monatlich die Zinsen ausgeschüttet und wenn ihr die über die Zeit lang dort liegen lasst, dann verzinsen sich die Zinsen, also der bekannte Zinseszinseffekt. Und den berechnen wir natürlich richtigerweise hier mit ein. Kurzfristig dürfte sich die Verkündigung wenig ändern. Zwar könnte Trade Republic ab sofort eine wesentliche Bankdienstleistung wie das Einlagengeschäft selbst anbieten. Diese sei vorab nicht geplant. Genau, sie haben gesagt, dass sie weiterhin erstmal mit ihren Partnern zusammenarbeiten wollen. Der Fokus liegt weiterhin auf einfacher, sicherer und günstiger Vermögensaufbau. Spannend wird sein, wie die Kunden auf die Veränderung von Trade Republic reagieren werden. Die von Trade Republic angebotenen 4% Zinsen aufs Verrechnungskonto sorgen zwar für einen regen Zulauf. Gerade die Kooperation mit Partnerbanken wie Deutsche Bank und JP Morgan dürfte bei vielen Verbrauchern jedoch erst das nötige Vertrauen herstellen, ihr Geld bei Trade Republic zu parken. Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Die meisten Leute wissen, glaube ich, gar nicht, dass da noch eine Partnerbank im Hintergrund unterwegs ist. Würdest du eher Trade Republic oder Scalable empfehlen? Ich finde beide gut. Ich persönlich bin bei Scalable, weil am Anfang Trade Republic so voll nur auf App unterwegs war, aber ich finde beide top. Ich habe Trade Republic nicht, aber wir haben
also nicht aktiv, aber zum Testen und so weiter haben wir mehrere in der Firma. Ich hoffe, dieses Stream-Highlight hat dir gefallen. Hier findest du noch weitere Videos hier auf Überfluss. Und wenn du das nächste Mal live mit dabei sein möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich jedes Mal informiert, wenn ich hier auf Überfluss nochmal live bin. Bis dann!